Warum eigentlich Quellenarbeit? In diesem Video möchte ich mich damit beschäftigen, warum im Unterricht mit historischen Quellen gearbeitet werden sollen und auch mit der Frage, warum es notwendig ist, dass man sich im Rahmen des Lehramtsstudiums mit dem Thema Analyse von Quellen auseinandersetzt. Ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema Wozu Quellen, vom Nutzen der Quellenarbeit im Rahmen des historischen Lernens. Und da stellt sich ganz am Anfang einmal diese entscheidende Frage, die man sich ja immer stellen sollte, wenn man etwas lernt: Warum ist das für mich als zukünftige Lehrkraft relevant, beziehungsweise warum beschäftigen Sie sich im Lehramtsstudium mit dem Thema Quellenarbeit? Und diese Frage ist deshalb relevant, weil das irgendwo eine metakognitive Orientierung gibt. Metakognitive Orientierung ist das, was man auch im Rahmen von Schulunterricht den Schülerinnen und Schülern am Anfang jeder Stunde vor Augen stellen sollte. Warum lernen sie das eigentlich? Warum ist das relevant? Wenn man Schülerinnen und Schülern am Anfang einer Stunde, und das haben Kremers und Kyriakides herausgefunden, das sind zwei School Effectiveness Researcher, wenn man ihnen am Anfang der Stunde sagt, wieso sie das lernen und warum das relevant ist für ihr Leben, für ihre Entwicklung und so weiter, wenn man das tut, dann wird Unterricht nachgewiesenerweise effektiver. Das heißt, wenn Lehrpersonen, die das tun, wenn man ein Sample hat von Lehrpersonen, die das tut, und ein Sample hat von Lehrpersonen, die das nicht tut, und dann am Ende des Jahres schaut, wo kommt mehr heraus, dann kommt immer mehr heraus, dort, wo metakognitive Orientierung angewandt wurde, also dort, wo gesagt wurde, warum man etwas lernt. Und deshalb ist es mir auch wichtig, Ihnen zu sagen, am Anfang dieses Vortrags, warum ist das relevant, sich mit dem Thema Quellen zu beschäftigen. Prinzipiell ist der Umgang mit Quellen die Grundlage des historischen Denkens. Also alles, was das historische Denken irgendwo betrifft, hat im Letzten zu tun mit dieser Unterscheidung der fundamentalen erkenntnistheoretischen Differenz von Quelle und Darstellung. Und das ist auch das zentrale Element unserer gegenwärtigen Lehrpläne. Schauen Sie sich mal den Lehrplan der Sekundarstufe 1 für Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung durch und Sie werden sehen, dass es schwer ist, diesen Lehrplan irgendwo zu verstehen, ohne die grundlegenden zentralen Konzepte zu kennen, wie Quelle und Darstellung. Und damit macht es auch schwierig, wenn Sie sich mit Quellenarbeit nicht beschäftigen, dass Sie nach dem normativen Vorgaben Geschichte unterrichten können. Wenn Sie sich mit Quellenarbeit beschäftigen, haben Sie eine theoretische Grundlage in Ihrem Kopf, anhand derer Sie Ihren Geschichtsunterricht praktisch besser planen können. Sie verstehen, wie gesagt, den Lehrplan besser, Sie verstehen auch die Schulbücher besser. Und Geschichte ist ja eine empirische Wissenschaft, weil sie über die Analyse von Quellen zu Darstellungen kommen, die eben auf empirischen Prinzipien beruhen, das heißt auf einer historischen Methode, auf einer Art und Weise, die Quellen zu betrachten, auf einer Art und Weise, die Quellen zu kritisieren, zusammenzufügen, die auf wissenschaftlichen Kriterien beruht. Und um die Geschichte als Wissenschaft irgendwo zu durchschauen, bedarf es dieser Beschäftigung mit den Quellen. Quellen sind, und ich beziehe mich jetzt auf Pandel, Stücke unvergangener Vergangenheit. Sie sind irgendwo das Einzige, was von der Vergangenheit noch übrig ist. Und deshalb auch die ursprünglichste Form unseres historischen Wissens von der Vergangenheit, weil eben alle Darstellungen, alle späteren Darstellungen auf Quellen beruhen. Quellen
bereichern auch unser imaginatives Vorstellungsvermögen. Das war jetzt alles Pandl, der so die Vorteile von Quellenarbeit darstellt. Ich möchte Ihnen nachher noch von Michael Sauer einige Vorteile im Zusammenhang mit der Quellenarbeit präsentieren. Aber das war jetzt alles von Pandl. Und in dem Zusammenhang möchte ich vor allem mit dem letzteren Quellenbereichern unser imaginatives Vorstellungsvermögen, möchte ich auf einige virtuellen Möglichkeiten verweisen. Man vergisst manchmal irgendwo, welche tollen Möglichkeiten das es gibt, im Netz auch mit Quellen zu arbeiten. Beispielsweise mit Google Street View. Sie können mit Google Street View sozusagen die ganze Welt betrachten, was für das imaginative Vorstellungsvermögen, auch im Zusammenhang mit außerschulischen Lernorten, mit historischen Orten, aber auch mit Quellen, hochgradig relevant ist. Und ich möchte Ihnen da zwei Beispiele einfach zeigen, die diese theoretische Abhandlung jetzt etwas praktischer auch machen soll. Ich möchte Ihnen jetzt hier nur eine Möglichkeit zeigen, wie Sie mit digitalen Medien die Quellen zu sich ins Klassenzimmer hineinholen können, also jetzt im konkreten Fall gegenständliche Quellen. Man muss nicht nach Ägypten fahren, um sich Pyramiden anzusehen. Und es ist manchmal so einfach, man muss nur die entsprechenden Mittel wissen, wie man beispielsweise hier nach Gizeh zu diesen Pyramiden kommt, mit welchen digitalen Tools das möglich ist. Und das wissen Sie ja eh sicher und Sie kennen auch mit ganz sicher Google Street View, weil manchmal bedarf es einfach einer Aktualisierung dieser Möglichkeiten. Und deshalb zeige ich Ihnen hier, wenn Sie auf Google Street View die große Sphinx von Gizeh eingeben, dann können Sie hier mit diesen Google Munchkal sich hier die Pyramiden live vor Ort anschauen und sich die Pyramiden in den Geschichtsunterricht hineinholen. Auch Kamele gibt es hier. Ja, und Sie können hier sozusagen am der Seite der Pyramide herumspazieren und wie so Touristinnen und Touristen entsprechend sich die Umgebung auch ansehen. Sehr schöne Möglichkeit für den Geschichtsunterricht, die man manchmal. Ist eine sehr schöne Möglichkeit für den Geschichtsunterricht, die man manchmal vielleicht ein wenig vernachlässigt. Also Sie sind mit Google Street View überall sofort auf der ganzen Welt zu Hause. Das gleiche gilt für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Ein Klick in Google und Sie befinden sich mitten in der KZ-Gedenkstätte und können sich die Umgebung der Gedenkstätte auf diese Weise ansehen. Und hier entlang an den Baracken von Auschwitz spazieren. Und damit auch das imaginative Vorstellungsvermögen ihrer Schülerinnen und Schüler anregen. Und das bringt uns gleich zu der Systematisierung von Michael Sauer. Warum eigentlich Arbeit mit historischen Quellen? Ein unmittelbarer, authentischer Zugang zur Geschichte wird dadurch möglich. Quellen ermöglichen einen vergleichsweise unmittelbareren, authentischeren Zugang zur Geschichte, wie wir jetzt an diesen zwei Beispielen kurz gesehen haben. Das ist unmittelbar. Sie können erfahren im Umgang mit Quellen, wie historisches Wissen entsteht
und somit Geschichte auch als Rekonstruktion der Vergangenheit in den Blick nehmen. Das ist hier die Grammatik der Geschichte durchschaubar machen, eine Hilfe darin zu leisten, zu dieser Einsicht, dass die Geschichte keine für sich existierende Realität ist, sondern ein Konstrukt ist, das sich die jeweils lebenden Generationen erschaffen. Und zwar, indem sie sich mit Quellen beschäftigen und dann Geschichte rekonstruieren. Quellenarbeit lehrt, dass die alten Texte sozusagen nicht per se richtiger oder objektiver sind als die Ergebnisse der späteren Geschichtsschreibung, sondern ebenso auch Standpunkt- und irrtumsbehaftet sind und einer kritischen Überprüfung bedürfen. In diesem Sinn wird geschichtsdidaktische Methodenkompetenz, nach dem österreichischen Lehrplan sprechen wir von Rekonstruktionskompetenz und Dekonstruktionskompetenz, angebahnt über die Arbeit mit Quellen. Rekonstruktionskompetenz ist nur möglich, wenn Sie sich mit historischen Quellen beschäftigen. Sie schulen auch die Kunst des richtigen Fragens, die ist unerlässlich. Diese Kunst des richtigen Fragens im Zusammenhang mit der Geschichte und der Vergangenheit ist unerlässlich für kreatives Denken. Wir werden ein bisschen später nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja, und der letzte Punkt hier unten, wie schon erwähnt, Quellenarbeit ist laut Lehrplänen ein zentrales Element des Geschichtsunterrichts. Und ich möchte jetzt diese drei Punkte hier oben, beziehungsweise kann man sagen, diese vier Punkte hier oben nochmal etwas vertiefen mit einem praktischen Beispiel, nämlich die Frage danach, wie man erfahren kann, wie historisches Wissen entsteht, Geschichte als Rekonstruktion der Vergangenheit wahrnehmen, die zu erfahren, auch diese Grammatik der Geschichte, was die Geschichte im Inneren zusammenhält und auch diese historische Rekonstruktionskompetenz als Teil der Methodenkompetenz. Und das kann man an einem sehr schönen Beispiel sich vergegenwärtigen, das auch im österreichischen Lehrplan der Unterstufe eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich anhand des Ötzis. Anhand dieser Mumie, anhand von Ötzi, können wir uns sehr schön auch die Frage stellen, wie wissen wir eigentlich etwas über Ötzi? Ne? Wir haben hier die Quelle und wir haben hier eine Darstellung im Südtiroler Archäologiemuseum. Das ist besser bekannt als Ötzi-Museum. Der Ötzi ist im Ausland schlicht als der Iceman bekannt. Aber wie kommt es zu den Darstellungen, die wir haben über Ötzi? Mit Ötzi als Quelle zeigt sich sehr schön, wie eben Geschichte rekonstruiert wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen die virtuelle Vision auch des Ötzi-Museums zeigen. Das finden Sie auch auf YouTube. Ich habe hier unten den entsprechenden Link hineinkopiert. Ötzi ist eine Gletschermumie aus der späten Jungsteinzeit bzw. aus der Kupfersteinzeit. Man hat im 1991 in den Ötztaler Alpen in Südtirol gefunden. Ötzi ist ca. 5300 Jahre alt und ist die älteste bekannte menschliche Mumie. Nie zuvor wurde eine so alte und vor allem so eine gut erhaltene Mumie erfunden. Und jetzt haben sich dann Biologen, Paläopathologen und Pathologen, alle arbeiten zusammen, um zu sehen, was man von dieser Geschichte über die Quelle, die der Ötzi darstellt, rekonstruieren kann. Ötzi wurde in 3200 Meter Höhe gefunden und wurde dann nach seinem Tod gefriergetrocknet und hat dann sehr viel Wasser verloren. Man geht davon aus, dass er 40 Kilogramm von seinem 53 Kilo Lebendgewicht verloren hat und dadurch so gut konserviert werden konnte. Und man hat jetzt viele kleine Gewebeproben von Ötzi analysiert und die Ötzi-Forschung ist sehr spannend, aber sie zeigt uns auch, wie Geschichte hier rekonstruiert werden kann und dass dabei die Analyse von Quellen
durch mehrere Wissenschaften eine große Rolle spielen kann. Und ich möchte Ihnen jetzt dieses YouTube-Video vorstellen, das Ihnen hier vorzeigen, weil Sie mit diesem Video aus meiner Sicht auch im Unterricht sehr gut arbeiten können. Ötzi liegt derzeit in einer Kühlkammer und jedes Jahr kommen dort über 200.000 Besucher hin. Es ist eben ein Mensch aus der jungen Steinzeit, der so viel Aufmerksamkeit erregt. Es ist eine Quelle, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt, aber Sie müssen eben nicht nach Südtirol fahren, um den Ötzi zu sehen. Sie können das auch in diesem Virtual Reality Museum durchführen. Wir stehen hier in der Lobby des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen. Eines der bekanntesten und aufregendsten Fundstücke der Welt ist in diesem Museum zu sehen. Und genau davon handelt diese Geschichte. Sie können jetzt hier mit diesem Zeiger hin und her die Gegend betrachten. Das sind die Alpen. Das höchste Gebirge im Inneren Europas. Trotz schwieriger Bedingungen lebten hier schon vor langer Zeit unsere Vorfahren. Um zu überleben, siedelten wir Menschen schon immer am Wasser. Auf der Suche nach einer Siedlung folgen wir also dem Bach ins Tal. Aus einem Dorf wie diesem haben sich über tausende von Jahren die Menschen in Europa und über die ganze Welt verteilt. Es waren schon damals Familien wie heute. Der schüchterne, aber neugierige Junge und seine Mutter, die auf ihn aufpasst. Jeder Fremde könnte in dieser Umgebung Gefahr bedeuten. Aber der Junge sucht den Kontakt. Er will uns etwas zeigen. Das ist sein Zuhause. Hier wird geschlafen und gekocht. Um uns herum das gesamte Hab und Gut der Familie. Hinten in der Ecke ist etwas versteckt. Wir glaubten auch damals schon an übernatürliche Kräfte. Das half uns, die Welt besser zu verstehen. Das Besondere an diesem Kästchen bleibt ein Geheimnis. Vielleicht ist es auch ein einfacher Glücksbringer. Aber was ist, wenn er kein Glück bringt? Stell dir vor, ich bin der Vater dieses Jungen und schon seit einigen Tagen von der Jagd nicht zurückgekehrt. Mein Bruder vermutet mich hoch oben in den Bergen. Sie sind auf der Suche nach mir. Aber sie werden mich nicht finden. Genau an dieser Stelle wurde ich hinterrücks mit einem Pfeil ermordet. Warum und von wem, das weiß keiner. Aber man weiß, dass ich über 5000 Jahre hier unter dem Eis lag. Und wenn die Menschen die Natur ein bisschen besser behandelt hätten, dann würde ich noch immer hier liegen. Leider ist es über die Jahre immer wärmer und wärmer geworden. Doch
Eis ist geschmolzen. Ein paar Bergwanderer haben mich am 19. September 1991 in der Nähe des Similaun-Gletschers gefunden. Also genau hier. Und wie du siehst, hat man mir auch ein Denkmal errichtet. Und um mich herum sogar ein ganzes Museum. Hier liegt mein vom Eis konservierter Körper und alle meine gefundenen Habseligkeiten. Inzwischen kennt mich die ganze Welt. Mein Name ist Ötzi. Und wer weiß, vielleicht bin ich sogar mit dir verwandt. Ja, solche Virtual Reality Anwendungen sind natürlich Darstellungen, die aber auf Quellen beruhen. Ötzi ist eben ein Mordopfer, der von hinten mit einem Pfeil getötet wurde und wahrscheinlich in den Ötztaler Alpen innerhalb von wenigen Minuten verblutete. Man sieht auf Röntgenbildern, die im Juni 2001 durchgeführt wurden, einen dreieckigen Schatten nahe Ötzis linker Achsel. Das ist wahrscheinlich die Pfeilspitze aus Feuerstein und dieser Schusskanal liegt eben offen. Der Täter hat wahrscheinlich den Pfeil nach dem Schuss herausgezogen und diese Spitze blieb dann stecken. Es gibt da ganz viele Gerüchte, Mythen und Narrationen, die sich um den Ötzi begonnen hat zu ranken, aber man weiß seit 2007, dass der Pfeil eine Arterie getroffen hat. Das hat zu enormen Blutverlust geführt. Und man geht davon aus, dass Ötzi nicht länger als ein paar Minuten überlebt hat. Jetzt da sieht man hier auch diese Stellung des Arms. Also man hat hier die Quelle und überlegt sich, was hat das zu bedeuten, wie Ötzi hier liegt. Und man geht davon aus, dass, und das sagt Egata Fiegel, das ist einer der wichtigsten Ötzi-Forscher, der vermutet, dass Ötzi nach dem Treffer in einem felsigen Gelände gestrauchelt ist und dann auf den Rücken gefallen ist und dann hat der Täter die Leiche umgedreht und den Pfeil herausgezogen und so der Arm unter den Körper gelangt ist. Und man sieht, wie sehr schön, wie hier auch Geschichte neu geschrieben wird, weil man am Anfang glaubte, dass der Mann, also dass Ötzi in einen Wetterumsturz gelangt ist und dann ins Schneetreiben gekommen ist und irgendwann ihn die Kräfte verließen und er dann eines natürlichen Todes starb, bis man dann diese Quelle weiter analysiert hat und dann auf all diese Dinge draufgekommen ist und so langsam rekonstruiert hat, was könnte die Todesursache sein beim Ötzi, wie könnte sich diese Geschichte zugetragen haben. Aber natürlich, das sind alles Vermutungen, die auf Analyse dieser Quelle beruht. Dann hat er auch ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt. Das konnte man feststellen durch entsprechende Analysen. Da ist dann die Frage, was da passiert ist. Und auch hier kommt es anhand dieser Quelle wieder zu einer Rekonstruktion von Geschichte, die im Bereich der Vermutungen liegt. Vielleicht hat der Angreifer ihn mit einem Stein, nachdem er ihn mit dem Pfeil angeschossen hat, noch einen Schlag auf den Schädel mitgegeben, weil er irgendwie sicher gehen wollte, dass er tatsächlich tot ist. Diese Vermutung wurde auch hier entsprechend geäußert. Albert Zink ist ein weiterer Ötzi-Forscher. Man hat auch dann den Darminhalt und Ötzis Magen genau analysiert und hat auch da Blütenpollen gefunden, die irgendwo auch eine Rekonstruktion von der letzten Zeit
vor seiner Ermordung zulassen. Der Magen war voll gefüllt, und zwar mit Steinbockfleisch und Einkorn, wie Albert Zink herausgefunden hat. Es gibt da entsprechende Mutmaßungen in diesem Zusammenhang, die auch in Zeitschriften und im Internet publiziert wurde. Ich lese Ihnen da was vor. Möglicherweise im Schutze der Felswanne, in der 5000 Jahre später sein Körper gefunden werden sollte, hat er Rast gemacht. Dafür spricht auch, dass er sein Ebenholzbogen einige Meter entfernt gefunden wurde. Wahrscheinlich hat er ihn den arglos an den Fels gelegt. Ötzi fühlt sich sicher. So wurde in einem Artikel von Sebastian Amaral anders dargelegt, die in einer Zeitschrift der Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurde. Das heißt, hier gibt es eine Quelle, man analysiert diese Quelle und aufbauend auf diese Analyse werden Geschichten rund um diese Quelle rekonstruiert. Und man kann hier sehr schön darlegen und darstellen, wie aufbauend auf eine Quelle Geschichte eben geschrieben wird. Auch hat Ötzi so an der Hand eine tiefe Wunde, die bis zum Knochen geht. Auch hier werden dann anhand dieses Ergebnisses von der Analyse der Quellen zahlreiche Geschichten darum herum rekonstruiert. Und all diese Angaben, die ich Ihnen jetzt gemacht habe, alles, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, beruht auf Darstellungen von Ötzi in der Geschichtskultur, in dem Fall in Zeitschriftenartikeln als Manifestation von Geschichtskultur, denen eben nichts anderes zugrunde liegt als diese eine Quelle. Diese Mumie, die vor mehr als 5000 Jahren in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Lassen Sie also den Ötzi in Ihren Unterricht einfließen und nutzen Sie die Potenziale, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, nämlich darzustellen, wie historisches Wissen zustande kommt, wie die Grammatik der Geschichte in dem Zusammenhang, wie es um die Grammatik der Geschichte in diesem Zusammenhang bestellt ist. Wenn man sich jetzt den österreichischen Lehrplan für die Sekundarstufe 1 ansieht, weil wir sind ja immer noch bei der Frage, warum eigentlich Quellenarbeit, beziehungsweise warum ist es relevant, dass Sie sich mit diesem Thema im Rahmen Ihres Studiums beschäftigen. Und da steht, ich habe das jetzt habe hier den Lehrplan für die Sekundarstufe 1 analysiert und einige Stellen herausgenommen, in denen das Thema Quellen eine Rolle spielt. Und da steht im Lehrplan, was alles Schülerinnen und Schüler kennen und können sollen im Zusammenhang mit der Analyse von Quellen. Da heißt es beispielsweise Quellen und Darstellungen hinsichtlich ihrer Charakteristika unterscheiden. Und da spielt wieder hinein diese prinzipielle Unterscheidung, was ist eine Quelle und was ist eine Darstellung. Eine Unterscheidung, die auch viele Probleme impliziert, beziehungsweise viele Herausforderungen impliziert, weil eine Quelle ist sehr oft auch eine Darstellung, beziehungsweise eine Darstellung auch sehr oft eine Quelle. Es kommt immer auf die Frage darauf an, die man an ein Ding, an ein Relikt, an auch ein Schriftstück stellt, die dann darüber entscheidet, ob etwas jetzt eine Quelle oder eine Darstellung ist. Aber es ist eben notwendig, dass Schülerinnen und Schüler lernen zu unterscheiden, was ist eine Quelle und was ist eine Darstellung. In dem Zusammenhang ganz wichtig auch die Unterscheidung zwischen Vergangenheit. Vergangenheit ist immer auf der Ebene der Quellen und Darstellung. Geschichte ist immer auf der Ebene der Darstellung. Das ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Dann heißt es im Lehrplan, Merkmale von Quellen und Darstellungen erkennen. Was sind konkrete Merkmale von Quellen? Was ist
das Merkmal von Ötzi beispielsweise? Was sind die Merkmale, die Ötzi zu einer Sachquelle machen, und welche Merkmale haben die Darstellungen rund um Ötzi? Ein Merkmal dieser Darstellungen, die Ötzi umranken, ist beispielsweise, dass sie hochgradig spekulativ sind, weil nichts Genaues weiß man über ihn. Und umso weiter eine Geschichte zurückliegt, in den meisten Fällen, desto spekulativer sind auch die historischen Darstellungen, die historischen Rekonstruktionen, die anhand der Quellen produziert werden. Dann heißt es im Lehrplan, verschiedene Quellentypen und Darstellungsformen anhand von konkreten Beispielen hinsichtlich ihrer Charakteristika unterscheiden. Also verschiedene Quellentypen sollen die Schülerinnen und Schüler kennenlernen, aber auch verschiedene Darstellungstypen, verschiedene Darstellungsformen. Und in diesem Zusammenhang steht auch diese Lehrveranstaltung. Es geht um die Analyse von nicht schriftlichen Quellen, beziehungsweise um Quellen an sich und verschiedene Quellentypen, Quellengattungen und Quellenkritik. Das heißt dann weiter im Lehrplan, ein wichtiges Lehr- und Lernziel für den Unterricht besteht darin, schriftliche und bildliche Quellen beschreiben, analysieren und interpretieren zu können. Das ist ja drei Schritt. Beschreiben, einfach mal was da ist, dann eine konkrete Sachanalyse und dann eine Interpretation, beschreiben, analysieren und interpretieren. Hier spiegeln sich auch die drei Anforderungsniveaus, die für die Fragen der mündlichen Matura eine Rolle spielen. Also das Anforderungsniveau der Reproduktion wäre hierbei beschreiben, das Anforderungsniveau der Reorganisation, also der zweite Anforderungsbereich, wäre hier beim Analysieren, und der dritte Anforderungsbereich, Reflexion, wäre hier das Interpretieren. Der Lehrplan sagt weiter, dass es notwendig ist, Fragen an historische Quellen stellen zu können. Sie können im Unterricht beispielsweise den Ötzi einführen, betrachten lassen und dann die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, dass sie entsprechende Fragen stellen. Sie könnten Schülerinnen und Schüler beispielsweise auch in Auschwitz-Birkenau an der Straße, die ich Ihnen gezeigt habe, entlang spazieren lassen und davon ausgehend Fragen an die Vergangenheit stellen lassen über die Größe des Konzentrationslagers beispielsweise. Es gibt viele Fragen, die in diesem Zusammenhang entstehen könnten. Der Lehrplan sagt dann auch, dass es notwendig ist, dass Schülerinnen und Schüler lernen, die Perspektivität von Quellen wahrzunehmen. Es ist so, dass in der Geschichtsdidaktik auch immer wieder moniert wird, dass durch den Unterricht manchmal die falsche Einstellung entstehen könnte, dass bei den Quellen, weil sie uns ja über die Vergangenheit berichten, dass bei den Quellen die historische Wahrheit sozusagen wäre, dass alle Darstellungen, weil sie ein sehr starkes Element der Interpretation auch beinhalten würden, dass die Darstellungen sozusagen unobjektiv wären, während die Quellen, in den Quellen die historische Wahrheit zu finden sei, dass dem kann man entgegenwirken, indem man auch darlegt, dass eben die Quellen, dass in den Quellen Perspektivität vorhanden ist. Also es gibt Perspektivität natürlich in den Darstellungen, aber es gibt auch Perspektivität in den Quellen. Und dort, wo es Perspektivität gibt, dort gibt es auch immer wieder Bewertungen. Es erschließt sich von selbst, und das sagt auch der Lehrplan für die Sekundarstufe 1. Es ist notwendig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, solche Bewertungen auch in historischen Quellen zu erkennen. Ein weiteres Imperativ, eine weitere normative Richtlinie des Lehrplans im Zusammenhang mit Quellen ist es, dass es dort heißt,
Quellenbezüge in Darstellungen sollen herausgearbeitet und überprüft werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Ausspruch vom Vetorecht der Quellen von Koselleck relevant. Also die Quellen haben immer ein Vetorecht. Wenn Darstellungen den uns vorliegenden Quellen nicht entsprechen, dann tritt das Vetorecht der Quellen in Kraft. Das heißt, die Darstellungen über die Geschichte, die Rekonstruktionen der Vergangenheit, die existieren, die dürfen natürlich nicht den uns vorliegenden historischen Quellen widersprechen. Wenn sie den historischen Quellen widersprechen, dann wird das Vetorecht der Quellen aktiv. Das heißt, dass diese Darstellung als nicht triftig, als empirisch nicht triftig erkannt werden. Wir nehmen zum Beispiel an, dieser junge Mann beschäftigt sich mit Geschichte und er lernt in seinem Geschichtsunterricht über sein Schulbuch. Das Schulbuch ist eine Darstellung, eine Manifestation der Geschichtskultur par excellence. Über das Schulbuch wird ganz sicher sehr stark Geschichtsbewusstsein vermittelt und er schaut sich sein Schulbuch an. Und das Thema haben Sie wahrscheinlich schon öfter von mir gehört. Aber ich bringe es trotzdem hier noch einmal, weil es eben so ein plakatives Beispiel ist für sehr viele Themen, lassen sich anhand dieses Beispiels sehr schön abarbeiten. Sie haben hier den Stich des Camille Flammarions. Dieser junge Mann lernt eben im Geschichtsunterricht aus dem Schulbuch Die Erde war im Mittelalter flach, was in ihm solche Bilder vom Rand der Erde, vom Runterfallen der Erdscheibe auslöst. Er recherchiert dann ein bisschen weiter, wie ist die entsprechende Quellenbasis dieser Schulbuchnarration über die flache Erde. Und er kommt dann drauf, es gibt im Mittelalter keine Quellen, die irgendwo darstellen oder die belegen würden, dass man im Mittelalter eine flache Erde geglaubt hätte. Er findet dann eine Bildquelle, wie zum Beispiel diese aus dem 12. Jahrhundert von der Hildegard von Bingen, die vielleicht einige von Ihnen auch über die verschiedenen Pulverl und die verschiedenen Arten von Medizin kennen werden. Also die heilige Hildegard von Bingen, die hat hier eine runde Erde gemalt und er recherchiert dann weiter und findet ganz viele Quellen aus dem Mittelalter, wo eben die Erde als rund dargestellt wurde. Auch der Reichsapfel im Mittelalter, der ja ein Symbol für die Erdkugel ist. Ne? Der Papst hat dem Kaiser bei der Krönung den Reichsapfel überreicht. Den hat er so in der Hand mit einem Kreuz hier drauf. Und dadurch beginnt er, die Quellenbezüge in den Darstellungen herauszuarbeiten und zu überprüfen, kommt dann drauf, dass diese Darstellung nicht auf Quellen basiert. Deshalb wird die Darstellung verworfen und das eigene Geschichtsbewusstsein reorganisiert und nicht entsprechend der vorherrschenden Geschichtskultur, die eben belegt oder die eben davon ausgeht, dass das Mittelalter eine flache Erde promulgiert hätte. Diese Geschichtskultur wird verworfen als eine ästhetisierte Geschichtskultur bzw. politisierte Geschichtskultur erkannt und das eigene Geschichtsbewusstsein aufbauend auf Quellen reorganisiert. Soweit zum Quellenbezüge in Darstellungen herausarbeiten und überprüfen. Das können Sie auch in ganz anderen Kontexten mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam machen. Dazu vielleicht noch ein Erfahrungsbericht, das ich selbst vor einigen Jahren noch in einer Schule unterrichtet habe. Habe ich den Schülerinnen und Schülern, das waren damals 17-Jährige, die habe ihnen Schulbücher vorgelegt, also es war so eine Gruppenarbeit, ich habe den einzelnen Gruppen Schulbüchern vorgelegt, wo davon eben die Rede war, dass die Erde im Mittelalter flach war und gleichzeitig daneben habe ich ihnen
Quellen aus dem Mittelalter zur Analyse vorgelegt. Eben diese Bildquelle war dabei von der Hildegard von Bingen, aber auch andere Quellen, in denen Autorinnen und Autoren aus dem Mittelalter über die runde Erde gesprochen haben. Und es war ein sehr schwieriger Prozess, so weit zu kommen, dass diese Schülerinnen und Schüler den Mut aufbrachten, die Darstellungen in den Schulbüchern kritisch zu hinterfragen. Es ist so, und das wissen wir aus verschiedenen Studien, auch aus Studien, die ich selbst durchgeführt habe, dass das Schulbuch sowohl von den Lehrpersonen als auch von den Schülerinnen und Schülern als hochgradig vertrauenswürdig eingestuft wird. Und das war wirklich ein langer Prozess, bis ich auch dann den letzten Lernenden so weit gebracht habe, dass man beginnt, auch tatsächlich die Quellenbezüge herauszuarbeiten aus den Darstellungen, beziehungsweise dass man über diese Quellen beginnt, die entsprechenden Darstellungen zu hinterfragen und das eigene Geschichtsbewusstsein zu reorganisieren. Ich habe die dann nach einiger Zeit soweit gebracht. Wir haben dann auch entsprechend, um hier politische Handlungskompetenz anzubahnen, auch Leserbriefe geschrieben an verschiedene Zeitungen. Wir haben Verlage angeschrieben, wo wir wissenschaftliche Artikel auch mitgeschickt haben und wo wir die Menschen, die dort in dem Verlag arbeiten, auch Schulbuchautoren und Autorinnen, darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier die Darstellungen in ihren Schulbüchern nicht auf Quellen basieren, und haben dann auch von einigen Verlagen Antworten bekommen, dass sie sich bedanken und dass das entsprechend geändert wird. Es wurde dann tatsächlich in der nächsten Auflage des entsprechenden Schulbuchs eben nicht geändert, weil diese Geschichte über die flache Erde des Mittelalters eben so eine wunderschöne Geschichte ist, die wo es zu einer, Jörn Rüsen würde das nennen, Ästhetisierung der historischen Erinnerung kommt, die die kognitive Dimension der Geschichtskultur überlagert, also wo hier der ästhetische Gehalt und die schöne Erzählstruktur dieser Geschichte dafür ausschlaggebend ist, dass man sie immer wieder weitererzählt und diese kognitive Dimension der Geschichtskultur dafür sorgt, und die kognitive Dimension der Geschichtskultur überlagert wird, weil eben die Ästhetik dafür sorgt, dass die entsprechenden Quellen, die uns allen vorliegen, die alle aufgearbeitet sind, die in sehr vielen wissenschaftlichen Publikationen auch verarbeitet wurden, nicht die Kraft haben, die entsprechenden Darstellungen in der Geschichtskultur zu ändern. Auch auf diese Weise kann man dieses Thema Quellenbezüge in Darstellungen herausarbeiten und überprüfen, vornehmen. Generell geht die Geschichtsdidaktik davon aus, dass eben die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag ständig mit unzähligen Angeboten der Geschichtskultur, wie die eben dargelegten, aber auch ganz viele andere, konfrontiert sind und deshalb der Geschichtsunterricht zur Befähigung an einer kritischen Teilnahme, an einer kompetenten Teilnahme an der Geschichtskultur beitragen muss. Also es geht im Geschichtsunterricht um die Befähigung zur kompetenten und kritischen Teilnahme an der Geschichtskultur. Das ist nur dann möglich, wenn man auch weiß, entsprechend mit Quellen umzugehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der außerschulische Umgang mit Geschichtskultur, also hier hätten wir jetzt den innerschulischen Umgang mit Geschichtskultur abgehandelt, aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass der außerschulische Umgang mit Geschichtskultur einen großen Einfluss hat auf die Organisation des Geschichtsbewusstseins der einzelnen Schülerinnen und Schüler, und zwar unabhängig
vom Wahrheitsgehalt der in den einzelnen geschichtskulturellen Produkten vorhanden ist. Deshalb geht man davon aus, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sein sollen, die gegenwärtige Geschichtskultur zu entdecken, auch zu analysieren und sie auch hinterfragen zu lernen. Und dazu bedarf es eben der Fähigkeit, mit Quellen umzugehen. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder erwähnt und hervorgebracht, dass insbesondere die Geschichtskultur im Umfeld der Schülerinnen und Schüler, also im regionalen Umfeld der Schülerinnen und Schüler, genauer analysiert werden soll, denn es gibt hier einen besonders großen Alltagsbezug, einen sehr starken Lebensweltbezug von den Lernenden. Außerschulische Geschichtskultur boomt, wie wahrscheinlich selten zuvor. Historische Romane, historische Spielfilme, Computerspiele mit historischen Inhalten, all das wird sehr stark von Lernenden, von jungen Menschen, von den Heranwachsenden kommuniziert. Es gibt Mittelaltermärkte an so vielen Orten in der Gesellschaft, werden junge Menschen, aber also nicht nur junge Menschen, werden Menschen konfrontiert mit Darstellungen von Geschichte, und diese Darstellungen haben oft einen zu hinterfragenden Wahrheitsgehalt. Und deshalb ist es wichtig, weil es gibt sehr starke Bezüge vom Geschichtsunterricht mit dem Politikunterricht, dass wir auch im Geschichtsunterricht anbahnen, diese Art zu denken über die Vergangenheit bzw. über Darstellungen der Vergangenheit, die hilft, selbstständig und analytisch zu analysieren. Dafür sind Quellen auch notwendig. Weil darüber gesprochen wird, dass insbesondere die Geschichtskultur im regionalen Umfeld der Schüler genauer besprochen werden soll, möchte ich jetzt hier einige weitere Beispiele aus der Wiener Geschichtskultur bringen. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich werden, dass es nicht so einfach ist, zu unterscheiden zwischen Geschichtsdarstellung, also Geschichtskultur, und historischen Quellen. Auch diese Frage möchte ich an den folgenden Beispielen abarbeiten. Wenn Sie beispielsweise in Wien mit einer Schulklasse unterwegs sind, dann werden Sie sehr oft am Stephansplatz vorbeikommen. Und da können Sie einen außerschulischen Lernort mit einer Quelle bzw. mit einer Darstellung, das muss entsprechend analysiert werden, sozusagen en passant mitnehmen. Oder Sie schauen sich, können das natürlich auch als konkretes Ziel eines Lehrausgangs mit anderen Zielen vielleicht in der Wiener Innenstadt definieren. Und zwar, das ist dieses Zeichen 5, gleich neben dem Haupttor des Stephansdoms im ersten Bezirk in Wien, ist dieses Zeichen Steingeritz. Dieses Zeichen ist ein Code für OE, also der fünfte Buchstabe des Alphabets ist eben das E, OE, und ist eine Abkürzung oder ein Erkennungszeichen der Widerstandsgruppe 05. Des österreichischen Widerstands. Das Symbol stammt von einem Medizinstudenten, Jörg Unterreiner, und ab 1944 wurde das verwendet und an Haus- und verschiedene Kirchenwände gemalt. Das wurde allerdings 1945 nur sehr schwach eingeritzt und dann zu einem späteren Zeitpunkt, also das ist sozusagen die Quelle, dieses schwache, eingeritzte Zeichen des Widerstands gegen die Gräuel des Nationalsozialismus, und 1900 oder zu einem späteren Zeitpunkt, man weiß das anscheinend gar nicht genau, wann das war, wurde das zur Sichtbarmachung stärker
eingefräst. Also diese Quelle, es ist sozusagen eine bearbeitete Quelle, die später eingefräst wurde, um daraus eine Darstellung zu machen. Später wurde dann auch eine Glasplatte über das Zeichen angebracht. Und damit ergibt sich auch irgendwo der Eindruck, dass es sich hierbei um Original, um eine Quelle handelt. Und es wurde dann auch eine erklärende Gedenktafel angebracht, wo eben dazu lesen ist, das ist das Geheimsymbol des österreichischen Widerstands gegen das nationalsozialistische Schreckensregime 1938 bis 1945. Und es wird als eine Mahntafel beschrieben und das als Andenken an die ermordeten Widerstandskämpfer des österreichischen Widerstandes hier angebracht wurde. Und Sie sehen dann hier unten diese Abkürzung oder diese Buchstabenfolge A, E, I, O, U. Und hier wird das interpretiert mit allen Ernstes ist Österreich unersetzlich. Und was es mit diesem Zeichen A, E, I, O, U, mit dieser Buchstabenfolge A, E, I, O, U auf sich hat, das werden wir uns genauer anschauen. Und wenn wir uns da schon um den Stephansdom herum aufhalten, können wir in diesem Zusammenhang einen weiteren außerschulischen Lernort, nämlich im Stephansdom, genauer betrachten. Und zwar handelt es sich dabei, das ist, wenn Sie in den Stephansdom hineingehen, rechts vorne ein Grab, das Grabmal von Friedrich III. Der lebte von 1415 bis 1493 und war ab 1452 bis zu seinem Tod Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das ist auch der Vater von Maximilian I., der die Grundlage für den dynastischen Aufstieg der Habsburger gelegt hat. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Ausspruch, der so stark auch in die Geschichtskultur eingegangen ist, bekannt: Bella, Gerand, Ali, du Felix, Austria, Nube, Kriege mögen vielleicht die anderen führen, du glückliches Österreich, heirate. Also die Heiratspolitik der Habsburger, die dann zum dynastischen Aufstieg auch geführt hat. Dieser Spruch wird dann zitiert, wenn der Aufstieg der Habsburger durch ihre Heiratspolitik charakterisiert werden soll. Und hier liegt eben der Vater von Maximilian I., der diese Heiratspolitik initiiert hat. Und das ist ein sehr interessanter Fall, weil in der Geschichtsschreibung wurde Friedrich III., der eben hier drinnen liegt, lange Zeit sehr negativ beurteilt. Er gilt als des Heiligen Römischen Reiches Erzschlafmütze, also so hat man ihn immer wieder genannt. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Quellen seiner Herrschaft noch weniger aufgearbeitet wurden und die derzeitige Forschung legt eine Revision der bis in die jüngste Vergangenheit negativen Beurteilung von Friedrich III. Nahe. Also es gibt jetzt Forscherinnen und Forscher, die an diesem negativen Bild arbeiten und eine Revision dieses Bildes vorantreiben, und zwar weil sie neue Quellen zu seinem Leben aufgearbeitet haben und hier eine entsprechende Neubewertung aus der Sicht dieser Historikerinnen und Historiker notwendig ist. Und hier sieht man wieder, wie Geschichte einfach nichts Statisches ist, wie man das beispielsweise im Zuge des Historismus im 19. Jahrhundert gedacht hat. Leopold von Ranke, man müsse sich nur, also er sagt, der Historiker muss einfach zeigen, wie die Vergangenheit eigentlich gewesen ist, indem er sich hinein vertieft in die Quellen und dann einfach darstellt die Vergangenheit, und es gelingt ihm, das ein für alle Mal darzustellen, wenn er einfach die entsprechenden Quellen sichtet und dann seine Geschichte schreibt. Und hier an diesem Beispiel, an einer Neubewertung, auch vielleicht an dem Beispiel von vorher mit dem Ötzi, kann man hier sehr schön herausarbeiten, dass Geschichte eben nichts Statisches ist. Geschichte ändert sich, weil sich die Interpretationen ändern, weil neue Quellen vorliegen, anhand derer es zu Neubewertungen kommt. Und das ist wichtig. Geschichte ändert sich, aber die Vergangenheit ändert sich nicht. Das ist vielleicht ein
auch ein interessanter Aspekt, den Sie immer wieder auch in Ihrem Unterricht hineinbringen können. Geschichte ändert sich, weil wir immer wieder neue Bewertungen von vergangenen Ereignissen durch die Neuanalyse von Quellen, das immer wieder dazu kommt. Aber die Vergangenheit ändert sich deshalb nicht. Und das ist auch einer der zentralen Unterschiede zwischen Vergangenheit und Geschichte. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, weil sie ist ja vergangen, aber die Geschichte können wir ändern. Und das ist in diesem Zusammenhang mit Friedrich III. Eine Möglichkeit, die man hier entsprechend hat, wenn man dieses Thema behandelt. Im Jahr 1969 wurde dann hier ein Loch in die Seitenwand des Grabmals gebohrt und man hat geschaut, ob Friedrich überhaupt dort ist und ist dann draufgekommen, es gibt auf jeden Fall eine Person, die hier drin in diesem Grab begraben wurde. Im Jahr 2013 hat man dann eine Endoskopkamera eingeführt durch das gleiche Loch und hat die seit 5 Jahrhunderten unberührte Grabbeigaben sozusagen hier entdecken können und da im Zusammenhang mit dem Kunsthistorischen Museum einige sehr schöne Funde auch gemacht. Friedrichs Sohn Maximilian I., dem lag an der Inszenierung der Macht seines Vaters, Friedrich III. War ja mit 53 Jahren der längst dienende römisch-deutsche Herrscher und dieses Grab im Dom zu St. Stephan war eben auch eine Möglichkeit, diese Macht seines Vaters zu inszenieren. Ich habe hier noch, das sieht man von unten nicht, also das ist von oben eine Darstellung von Friedrich III. Hier wieder mit einem Erdapfel. Aber, und hier schließt sich der Kreis wieder zu dem, was vorhin gesagt wurde, hier mit einem Spruchband A-E-I-O-U. Also dieser habsburgerische Wahlspruch, der eben seit Friedrich III. Als Signatur an vielen Stellen angebracht wurde. Heute noch im Kreisgezimmer im Bundeskanzleramt beispielsweise ist dieser Spruch auch angebracht und er wird als ein nationales Symbol Österreichs gesehen. Und die Quelle dieses Symbols scheint eben der im Dom begrabene Friedrich III. Zu sein. Und hier, wenn man so genau hinschaut, kann man das hier vielleicht erkennen, A-E-I-O-U. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde diese Buchstabenfolge mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen. Austria est imperare orbi universum, es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen, war eine der Interpretationen dieser Buchstabenfolge. Austria erit in orbe ultima, Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt. Dann eine deutsche Interpretation war, alles Erdreich ist Österreich untertan. 16. bis 17. Jahrhundert, das war, als die Macht der Habsburger sich über die ganze Welt erstreckte, in die neue Welt, Mexiko und in die Philippinen. Und Karl dem V. und Ferdinand den II. Nach der Eroberung, unter Anführungszeichen, der neuen Welt. Es gibt dann auch eine böse Interpretation von A-E-I-O-U in Bezug auf die Habsburger Monarchie, die auch immer wieder vorgebracht wird und die ist, am Ende ist alles umsonst. Also A-E-I-O-U, am Ende ist alles umsonst. Und wenn Sie sich den Stephansplatz als einen außerschulischen Lernort ansehen, dann gibt es eine weitere Möglichkeit, ein
interessantes und wenig bekanntes Element der Geschichtskultur sich anzusehen. Und zwar ist ja der Stephansdom zum großen Teil im Zweiten Weltkrieg abgebrannt. Am 10. April 1945 kommt die Rote Armee dann in die innere Stadt und Unbekannte hissten eine weiße Fahne auf dem Stephansdom. Und zu dieser Zeit befehligte der Hauptmann Gerhard Klinkicht eine Flakbatterie. Der bekommt dann einen Funkbefehl, und zwar ich zitiere, und das kann man alles nachlesen, bei Uris Grobatinski 2013, der sagt 100 Granaten, also dieser Befehl an den Hauptmann war, 100 Granaten gegen den Stephansdom abfeuern, und sollte das nicht genügen, bis zum Einsturz des Turmes weiterfeuern. Und das war die Vergeltung für das Hissen der weißen Flagge durch die Bevölkerung. Und dieser Hauptmann, Gerhard Klinkicht, hat dann gesagt, nein, das tue ich nicht aus moralischen Gründen, er sei kein Kulturschänder und er wolle auch nicht auf die Bevölkerung schießen. Seine Batterie befand sich am Bisamberg und durch den Beschuss des Domes wäre es auch in der Umgebung des Domes zu Schäden gekommen und es wären viele Zivilisten auch zu Schaden gekommen. Auf diese Weise hat dieser Hauptmann den Stephansdom vor der Zerstörung wahrscheinlich bewahrt. Und zur Erinnerung an diese Tat wurde eine Gedenktafel angebracht. Das sehen Sie hier. Also wenn Sie vor dem Dom stehen und rechts vorbeigehen, dann finden Sie hier diese Gedenktafel. Die ist, glaube ich, derzeit wird die Fassade hier erneuert und ich weiß nicht, ob sie zugänglich ist. Aber sie wird sicher wieder zugänglich werden. Und da steht dem Hauptmann Gerhard Klinkicht zum Dank durch seine Gewissensentscheidung, bewahrte er im April 1945 den Stephansdom vor der Zerstörung. Jetzt ist die Frage, wofür ist diese Gedenktafel eine Quelle? Und wofür ist so eine Gedenktafel, oder und inwiefern ist so eine Gedenktafel eine Darstellung? Darüber können Sie vielleicht ein bisschen nachdenken. Ist das eine Quelle oder ist es eine Darstellung? Beziehungsweise wofür ist es eine Quelle und wofür ist es eine Darstellung? Die gleiche Frage stellt sich dann auch hier. Wofür ist dieses Grab eigentlich eine Darstellung? Also was stellt es dar und wofür ist es eine Quelle? Die Ausführungen von vorher zu Maximilian I. und der Inszenierung seiner Macht mögen hierbei eine Hilfe darstellen. Und dann auch die Frage, wofür ist das Symbol eine Quelle, beziehungsweise die Gedenktafel, wofür ist das eine Quelle und wofür ist das eine Darstellung? Und in dem Zusammenhang ist immer auch die entscheidende Frage, wie wollen wir, dass an die Vergangenheit erinnert wird? Wie wollen wir zu einer bestimmten Zeit, dass sich an eine Vergangenheit erinnert wird? Und inwiefern ist die Art der Darstellung der Vergangenheit auch wieder eine Quelle für eine bestimmte Zeit. Also da lade ich Sie ein, dass Sie darüber ein bisschen nachdenken und sich diese drei Elemente, die sich im ersten Bezirk am Stephansplatz befinden, näher zu Gemüte führen. Wir sind ja immer noch bei dem Thema, warum eigentlich Quellenarbeit? Im Geschichtsunterricht und auch die Frage, warum es gut ist, zu diesen Themen in einer fachdidaktischen Lehrveranstaltung etwas zu lernen. Diese Ausführungen sollten hier deutlich gemacht haben, inwiefern Quellen den Geschichtsunterricht bereichern können, inwiefern ein Einbezug von Quellen, sei es vor Ort, sei es über
die digitalen Medien, den die der, inwiefern diesem der, die Kraft innewohnt, Geschichtsunterricht relevanter, alltagstauglicher und auch spannender zu machen. Und wir sind dann weitergegangen, indem wir gesagt haben, dass die lokale Geschichtsschule, also Quellen, die lokal vorliegen, eine besondere Relevanz haben. Und deshalb sind wir zu einem Ort gegangen, der so ein Knotenpunkt ist in Wien. Wenn Sie irgendwann mal möglicherweise in Wien auch unterrichten, und haben uns dort einige Darstellungen bzw. Quellen uns vergegenwärtigt und entsprechend auch analysiert bzw. vorgestellt, auf welche Arten und Weisen hier Analyseschritte möglich sind. Jetzt von diesem praktischen Element wieder zurück, etwas stärker in die Theorie. Warum Quellenarbeit? Warum ist das notwendig? Es ist unbedingt notwendig für historische Denkprozesse. Sie kennen diese Darstellungen. Sie kennen diese Darstellung sicher, die, den Kreislauf des historischen Denkens nach, den, nach dem Führmodell. Ich werde das jetzt nicht näher ausführen, nur vielleicht ganz kurz. Es kommt zu einer Verunsicherung in der Gegenwart und zu einer, zum Stellen einer historischen Frage. Und sobald Sie eine historische Frage stellen an die Vergangenheit, bedarf es der Zuwendung an Darstellungen und Quellen, nämlich Darstellungen durch die Operationen der Dekonstruktion und Quellen durch die Operationen der Rekonstruktion und zum Aufbau einer eigenen Vorstellung über die Vergangenheit, indem sie eben sich Quellen zu Gemüte führen und durch Rekonstruktionsprozesse ihr eigenes Geschichtsbewusstsein reorganisieren und so Geschichte lernen. Die vier Kompetenzbereiche, nämlich die historische Fragekompetenz, die historische Methodenkompetenz, die historische Orientierungskompetenz, nämlich die Fähigkeit, das eigene Geschichtsbewusstsein zu reorganisieren nach den entsprechenden Operationen, nämlich der Rekonstruktion oder der Dekonstruktion, führt dann wieder zu neuen historischen Fragen, und hier spielt die Fragekompetenz wieder eine Rolle. Wenn man jetzt die Frage stellt, warum Quellen im Geschichtsunterricht, ohne Quellen ist dieser Kreislauf des historischen Denkens in keiner Weise möglich, darum Quellen. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt: Geschichtsdidaktik ist ja die Wissenschaft vom Zustand, Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellungen im Selbstverständnis der Gegenwart. Wir haben ja diese drei Elemente der Geschichtsdidaktik, also wir erforschen den Zustand von geschichtlichen Vorstellungen, wie gehen wir heute mit unserer Vergangenheit um, was ist der Zustand der geschichtlichen Vorstellung, was haben diese Vorstellungen für eine Funktion. Ist das eine politische Funktion, ästhetische Funktion? Geht es darum, irgendwo die Vergangenheit zu erforschen? Das sind diese drei Dimensionen der Geschichtskultur. Und ein Bereich der Geschichtsdidaktik ist die Wissenschaft von der Veränderung von historischen Vorstellungen. Und diese Veränderung historischer Vorstellungen, die nennen wir eben Geschichte lernen. Und Geschichte lernen bedeutet so viel wie der Aufbau von einem reflektierten und selbstreflexiven Geschichtsbewusstsein. Das ist Ihnen bekannt, das haben Sie sicher schon sehr oft gehört. Aber dieser Aufbau von einem reflektierten und selbstreflexiven Geschichtsbewusstsein wird eben nur möglich durch die eigenständige Beschäftigung mit Quellen und Darstellungen, damit sich eben eine eigene Vorstellung über die Vergangenheit entwickelt werden kann. Auch das ein weiteres Argument für die Quellenarbeit im Unterricht. Dann haben wir schon an anderer Stelle das Vetorecht der Quellen
kurz erwähnt, also das Ziel des Geschichtsunterrichts ist der Aufbau eines reflektierten und selbstreflexiven Geschichtsbewusstseins. Wir haben gesagt, das ist Geschichte lernen. Und hier, um nochmal Jaismann zu zitieren, was jetzt die Aufgabe nach der Geschichtsdidaktik ist, sie sucht Wege, das Geschichtsbewusstsein auf eine Weise zu bilden oder zu beeinflussen, die zugleich den Anspruch auf adäquate und der Forderung nach Richtigkeit entsprechende Vergangenheitserkenntnis wie auf Vernunft des Selbstverständnisses der Gegenwart entspricht. Und diese Forderung nach Richtigkeit von historischen Darstellungen, wo es darum geht, defizitäre historische Vorstellungen zu überwinden, diese Forderung nach Richtigkeit, die hängt sehr stark an den Quellen. Koselleck spricht da von einem Vetorecht der Quellen, das ist das Basiskonzept der Belegbarkeit, das hier hineinspielt. Also diese Forderung nach Richtigkeit ist sehr stark im Zusammenhang mit den Quellen zu sehen. Und da finden wir uns sozusagen auf der Ebene der Vergangenheit. Und dann mit dem zweiten Aspekt, den ich hier angeführt habe, mit dem Selbstverständnis der Gegenwart, da befinden wir uns auf der Ebene der Geschichte, die eine Interpretation der Vergangenheit ist. Verschiedene Basiskonzepte, die in dem Zusammenhang hineinspielen, sind die Konstruktivität, die Perspektive und auch die Auswahl. Aber das Vetorecht der Quellen, die Forderung nach Richtigkeit, ist stärker in diesem Wort reflektiert das Geschichtsbewusstsein. Also es muss auf einer reflektierten Ebene sein, dieses Geschichtsbewusstsein. Und die Selbstreflexivität ist vielleicht stärker auf der Ebene dieser Geschichte als Interpretation. Geschichte lernen bedeutet eben beides. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe die Frage gestellt, warum eigentlich Quellenarbeit im Unterricht? Ich habe auch die Frage danach gestellt, warum ist es notwendig, dass Sie sich im Rahmen des Lehramtsstudiums mit dem Thema Analyse von Quellen und Quellenarbeit auseinandersetzen im Sinne einer metakognitiven Orientierung. Es ist immer gut zu wissen, warum lernt man etwas. Wir haben dann einige Systematisierungen uns angeschaut, was die Vorteile der Arbeit mit historischen Quellen betrifft. Wir haben über Pandl einige Einsichten erworben, auch Sauer 2012, und wo es eben darum geht, die Grammatik der Geschichte durchschaubar zu machen. Wir haben dann einen längeren Exkurs gemacht mit Ötzi, wo man durch Ötzi eben diese Konstruktivität von historischen Darstellungen sehr schön nachvollziehbar machen kann. Wir haben uns dann angesehen, was Schülerinnen und Schüler laut dem Lehrplan mit historischen Quellen oder in Bezug auf historische Quellen können und wissen sollen. Ich habe ihnen dann auch ein Element dieses Lehrplans, nämlich dass die Quellenbezüge in Darstellungen herausarbeiten und überprüfen, wieder mit dem Thema der flachen Erde genauer analysiert, wo es darum geht, dass man das eigene Geschichtsbewusstsein durch die Arbeit mit Quellen reorganisiert. Ich habe dann einige weitere praktische Beispiele gegeben, wie man sich die lokale Geschichtskultur und die dort vorhandenen Quellen zunutze machen kann, das ist jetzt auch auf Wien bezogen, um zu reflektierten Denkprozessen zu kommen. Da war zuerst die Tafel, den österreichischen Widerstand gegen die Gräuel des Nationalsozialismus darstellen und die eben am Stephansdom angebracht ist, eine entsprechende Tafel. Wir haben uns die Frage gestellt, inwiefern ist das jetzt eine Quelle, inwiefern ist das eine Darstellung. Wir haben dann weiters das Grab von Friedrich III., des Schöpfers dieser Buchstabenkombination A, E, I, O, U im Zusammenhang mit österreichischer, habsburgerischer Geschichtskultur uns genauer angesehen und auch
auch uns Fragen im Zusammenhang mit dem Grab von Friedrich dem Dritten gestellt und haben dann die Tafel, die an der Südwand des Stephansdoms angebracht ist und die ein Zeugnis auch davon darstellt, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen, also was uns wichtig und was uns erinnerungswürdig erscheint, ist und damit eine Quelle auch für unsere jüngere Vergangenheit darstellt, aber die auch eine Darstellung ist, und zwar im Zusammenhang mit der fast vollständigen Zerstörung des Stephansdoms im Jahr 1945, wo ein entsprechender Befehl schon vorgelegen ist. Wir haben dann ganz am Schluss uns nochmal die Frage nach dem historischen Denken gestellt und den Re- und Dekonstruktionskompetenzen im Lehrplan und wie, in welcher Weise das Arbeit von Quellen dort relevant ist. Wir haben dann davon gesprochen, dass die Geschichtsdidaktik eben auch die Wissenschaft von der Veränderung von historischen Vorstellungen ist im Selbstverständnis der Gegenwart, und haben dann herausgearbeitet, dass Geschichte lernen immer nur durch die Beschäftigung mit Quellen aus der Vergangenheit möglich ist.